Dick, danke fürs Herkommen. Was ist los? Erinnerst du dich an Larsen, der das Mädchen in Marion Fox gesehen hat? Hatte ich dir doch erzählt. Ja, ich erinnere mich. Tja, er wollte nochmal hin. Gucken, was da noch so ist. Er kam nicht zurück. Wir glauben, ein paar Drifter haben ihn geschnappt, die in der Belknap-Wildnis unterwegs sind. Scheiße. Wo wurde er zuletzt gesehen? In einem Haus im Osten der Stadt. Dem Old Wagon Hotel. Ja, das kenne ich. Danke, Dick. Echt nett von dir. Hey, Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey, Dick. Was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist aggressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain. Larsen sehen? Ist er da? Ah, keine Ahnung, aber wenn, dann finde ich ihn. St. John Inn. Hilfe! Ich bin hier! Verdammt! Wer war das? Das sind Menschen! Das! Ich seh dich da drüben. Yep. Fest verriegelt. Hey, Larsen, hältst du noch durch? St. John!
Ich wollte nur in die Stadt was trinken, mit Freunden rumhängen. Sobald du frei bist, machst du, dass du von hier wegkommst. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Keine Ahnung, wo du hergekommen bist, aber meine Güte. Los, lauf. Ich komm später wieder und räuchere dann die anderen aus. Benzinkanister. Ah, gutes Timing. Gut. Busa ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, und was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bringe es ihm zurück. Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überleg mir schon. Brauche ich. Ich überleg mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja. Danke, Ricky. Dicken Ende. Usa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja. Schon rausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung warum. Hey, ich muss langsam los. Skizzo war hier. Hat mich zum Latrinendienst verdonnert. Fest verriegelt. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Ich werd's gerne ausrichten. Ich auch. Bis dann. Kein Strom. Ach, Scheiße. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Ah, hier ist der Generator. Lass mich warten. Kein Benzin mehr. Oh ja, klar.
Was haben wir hier? Wo verdammt nochmal soll ich jetzt eine Sicherung herkriegen? Scheiße, falscher Weg. Was ist es? Na gut, wo? Weiter geht's. Deacon, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay, ich komme rum. St. John Ende. Und na bitte, wird nie langweilig. Ada Tucker und Deacon St. John, kommen. Deke, hörst du mich? Hey, Tuck, gibt's was zu tun? Okay, ich komm vorbei. Deacon Ende. Oh, gutes Timing. Das war's. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Lass mich genau umschauen. Shit, gib mich auf. Nein, nein, nicht hier lang. Eine Sicherung. Ja. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Okay, mal sehen, was hier drin ist. Ja, ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Oh, ich fühle mich schon viel stärker.